wie wir sehen, wir sind voll, komplett ausverkauft für den heutigen Abend. Das heißt, es ist ein großes Interesse da, egal wie die Meinungen zu diesem Thema gehen. Die Leute sind interessiert, mehr darüber zu erfahren. Ich freue mich riesig, heute Abend hier in Wien zu sein. Frau Rabenstein, die den Frauensexshop Magnolias hat, hat ein ganz tolles Event organisiert. Es geht zum Thema Frauenporno und ich bin eingeladen, bei der Diskussionsrunde mit dabei zu sein. Ich finde es so klasse, dass in Wien da so eine besondere Veranstaltung gemacht wird, dass jetzt hier auch ein Netzwerk entsteht und dass hier jetzt wirklich richtig über Pornografie diskutiert wird. Und was sich Frauen vor allem wünschen, und das werden wir heute hoffentlich bei dieser tollen Podiumsdiskussion rausfinden. Sagen wir, starten gleich mal mit der Definition. Was macht den Unterschied zum klassischen Porno aus? Ich würde mal sagen, 95% der Mainstream-Pornos, der kommerziellen Pornos, werden von Männern für Männer gedreht. Und das heißt, die Sexualität ist immer aus männlicher Sicht. Und es geht darum, dass der Mann Spaß hat. Deswegen endet da auch jede Szene immer im männlichen Orgasmus und der Ejakulation. Für mich ist es wichtig, dass ich Frauenfantasien wahrmache, dass ich weibliche Lust zeige, dass ich weibliche Orgasmen zeige. Also es ist ein ganz anderer Blickpunkt. Da gebe ich gleich das Wort weiter an die Judith. Du bist den Konsumenten ganz nah. Was beobachtest du beim Kaufverhalten der Frauen? Ist die Nachfrage da? Ja, wir würden uns wünschen, dass es mehr Filmemacherinnen wie Petra gibt. Die Nachfrage ist enorm. Und nicht nur von weiblicher Seite. Mir ist es sehr wichtig, in meinen Filmen das locker zu zeigen mit Kondom. Wie kann man das denn sexy aufziehen? Wie kann man es genießen? Ich habe schon das Gefühl, ich habe eine Verantwortung als Pornografin, jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger Sexerziehung zu machen, aber das einfach mit einzubinden, dass das ganz selbstverständlich ist. Viele, vor allen Dingen junge Männer, kommen mit sexuellen Störungen, die dann letzten Endes gar keine sexuellen Störungen sind, sondern ganz einfach daraus resultieren, dass sie ihr Wissen und ihre Normen aus der Pornoindustrie haben. Und im Porno gibt es ja nur Übermänner. Die können stundenlang Sex machen, haben stundenlang harte Erektionen und haben nie einen Durchhänger. Ja, und ich sage immer in meinem Kabarett, beim Krimi wissen die Leute aber schon, dass die Leichen nicht tot sind. Und beim Porno glauben die, das sei echt. Man müsste unter jeden kommerziellen Porno ein Band laufen lassen. Liebe Männer, schauen Sie sich das genau an, damit Sie wissen, was wir Frauen nicht wollen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen und freue mich auf den weiteren Abend noch mit Ihnen. Aufmerksam machen. Alles, was Sie heute gesehen haben, diese wunderschönen Dessous, diese Erotik-Lifestyle-Accessoires, all das können Sie kaufen bei Magnolias, bei der lieben Judith oder auch über den Onlineshop www.magnolias.at. Ich darf mich für heute verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Clubbing. Lassen Sie den Abend ausklingen und gehen Sie inspiriert nach Hause. Wie war's? Toll war es und es ist nach wie vor toll. Tolle Diskussion, tolle Stimmung, tolle Atmosphäre. Wahnsinns-Erotik-Lounge werden wir sicherlich bald wieder machen. Kommt hier wieder? Klar. Ich bin total überrascht. Ich habe wirklich auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen Vorurteile gehabt und gedacht, Wien, ne, luxuriöses, etwas konservatives Pflaster, wie wird das? Ich war auch ganz schön nervös. Und es war toll, das Publikum hat mitgedacht und mitgelacht und es war frisch. Und wir haben so viel zu sagen gehabt und ich glaube, das ist erst der Anfang. Also mach auf jeden Fall weiter. Machen wir jetzt. Viva la Vulva!